Hallöchen. Ich habe momentan ein neues Shampoo am Wickel. Da habe ich jetzt schon eine ganze Flasche benutzt und habe jetzt aber auch schon die nächste. Und die wollte ich euch mal vorstellen. Jetzt habt ihr schon gesehen, welches ist. Gliscor Oil Nutritive Anti-Spliss Shampoo. Ja, es ist wie Öl. Es ist wirklich wie Öl. Es ist ja auch Öl-Shampoo. Ha! Wie intelligent! Mit 7 nährenden Repair-Ölen für bis zu 85% weniger Spliss. Ob es mit dem Spliss funktioniert hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte vorher jetzt nicht so arg Probleme mit Spliss und nachher auch jetzt nicht so wirklich. Warum habe ich denn das dann überhaupt genommen? Weil ich ersuche ja immer noch das perfekte Shampoo für den Urlaub, wenn mein Haar wieder so störrisch wird. Ich glaube, da ist es ein guter Kandidat. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Haul-Video gesagt, weswegen ich es gekauft habe. Außerdem war es radikal reduziert. Ja, es ist hauptsächlich für längeres Haar, splissanfälliges Haar, klar. Wenn ich es benutze, ich habe das Gefühl, meine Haare werden gereinigt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass meine Haare unheimlich glatt davon werden. Unheimlich glatt. Dachte ich erst, na, die fetten jetzt bestimmt schnell nach. Ja, sie fetten ein bisschen schneller nach als bei meinen anderen Shampoos. So kommt es mir vor. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie viel, viel gepflegter sind als sonst. Dass sie viel seidiger sind. Dementsprechend gleicht sich aus, da ich eh jede 2 Tage meine Haare wasche. Durchschnittlich, manchmal auch alle 3 Tage, wenn ich nicht raus muss. Oder wenn ich Trockenshampoo benutze zwischendrin, dann kann ich auch mal 4 Tage. Aber am liebsten alle 2 Tage richtig waschen. Und ich shampooniere dann auch immer 2-mal ein. Und ich muss sagen, ich bin mit dem eigentlich so zufrieden. Ne? Also ich benutze es aber immer nur eine Zeit lang. Ich benutze immer eine Flasche und dann wechsle ich mal wieder. Was ich gleichzeitig benutzt habe, woran es auch liegen kann, dass ich das Gefühl hatte, dass es schneller fettet, ist, dass ich die Gliscor hier noch benutzt habe, die Sprühspülung. Oil Nutritive Express Repair Spülung, auch wieder für längeres, splissanfälligeres Haar. Und man sieht, ich habe auch schon gut benutzt. Ne? Ich benutze das jetzt aber auch mit anderen Shampoos zusammen in Zukunft. Ich bin von der recht zufrieden. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es in Kombination jetzt benutzt. Ich kann also nicht sagen, ob es an dem oder an denen liegt, weswegen ich das Gefühl habe, mein Haar ist besser gepflegt. Ich weiß nur, dass es insgesamt super zusammen funktioniert. Und auch mit anderen Shampoos, wenn ich es drauf sprühe, dann merke ich deutlich, wie die Kämmbarkeit zunahm mit meinem Kamm. Jetzt habe ich ja eine neue Bürste. Und mit der ist es ziemlich fast egal, ob ich jetzt das drauf sprühe oder nicht, weil die Kämmbarkeit ist super. Nein, aber man merkt trotzdem einen Unterschied, ob man es drauf gespült hat oder nicht. Also selbst mit meiner neuen Bürste merkt man es noch. Und ich bin aber so sehr zufrieden. Der Geruch, am Anfang gefiel er mir richtig gut. Am Anfang habe ich gesagt, der ist richtig, richtig geil. Mittlerweile kann ich nicht mehr so riechen. Also zumindest beim Shampoo finde ich es extrem mittlerweile, dass ich es nicht mehr so mag. Ich weiß auch nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist so ein, ja, es ist kein Orangen-Zitruston, das ist auch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, das ist so ein süßer, herber Duft irgendwie, so. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht schlecht, absolut nicht, aber für mich ist er ein bisschen zu stark. Ich habe das Gefühl, ich überrieche mich dran. Der Geruch ist hierbei auch absolut identisch. Wobei ich hier ihn dezenter finde. Und da gefällt er mir ein bisschen besser. Vielleicht auch, weil man nicht so die Menge nimmt beim Sprühen, weil man da nur so eine kurze Wolke hat. Verfliegt auch sehr schnell. Dementsprechend finde ich es hier nicht so schlimm. Aber ansonsten funktionieren bei mir, wie gesagt, super. Auch für Kämmbarkeit. Ich habe das Gefühl, ich habe seidigeres Haar. Und gepflegteres Haar. Und ja, ich komme gut mit klar. Und ja, mal gucken, was ich als nächstes Shampoo nehme. Ich denke, ich werde jetzt wieder ein neues Shampoo ausprobieren. Aber das werde ich trotzdem dann gleichzeitig weiter benutzen, weil das mit der Kennbarkeit und auch so mit der Geschmeidigkeit finde ich gut. Ja, dann gibt es noch was aus dieser Serie, was ich auch noch probiert habe. Und zwar Oil Nutritive Haarspitzenfluid. Nach dem Haarewaschen in die Haarspitzen, ins trockene oder handtuchtrockene oder nasse Haar, was auch immer.
ja, ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Also ich bin nicht ganz so begeistert von, weil ich benutze es jetzt eigentlich nicht nach dem Duschen, weil ich dann das Gefühl habe, meine Haarspitzen verkleben. Ich mache es ungefähr 4-5 Stunden, bevor ich meine Haare wasche. Da mache ich es mir rein in die Haarspitzen. Dann können die ruhig verkleben und aussehen wie Sau, weil dann wasche ich sie kurz danach wieder. Dass ich so als Kur für die Haarspitzen es sozusagen nehme. Eigentlich soll es die ja glätten oder so, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist es für mich nicht so drin. Ich mag das Verkleben nicht. Ich finde es verklebt. Ich finde es verklebt irgendwie ein bisschen. Und es glättet zwar die Haarspitzen und stoppt Spliss und sowas, aber für mich macht es jetzt nicht unbedingt Sinn. Ich werde es also nicht mehr nachkaufen. Ich bleibe dann lieber nur bei dem Zeug und ich habe ja nun auch nicht so das Spliss-Problem. Mir ging es mehr um die Kennbarkeit, um das glatte, seidige und deswegen werde ich das wohl nicht mehr nachkaufen. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr es mal probiert? Kennt ihr euch mit dem Zeug aus? Also ich habe bei mir keinen Unterschied festgestellt, dass es irgendwas bringt. Und ja gut, wie gesagt, ich habe ja auch nicht so viel Spliss. Es geht also. Ja, das war's von mir. Preise, wenn ich sie finde, schreibe ich sie unten rein in die Infobox. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!